Eine der wundervollsten Eigenschaften an Aufbauspielen ist die Möglichkeit, zurückzuschauen auf das, was man geschaffen hat und stolz auf seine Leistung zu sein. Aus einer unentwickelten Hinterwäldlerwelt mit viel weitem Grün und einigen Kleinstädtchen ist, nach vielen Tagen Spielzeit, eine boomende Metropolregion geworden, lebendig und kraftstrotzend und befeuert von einem Transportnetzwerk, das perfekt taktet wie ein Uhrwerk. Ein herrliches Gefühl. Was dazwischen passiert, darum geht's in Transport Tycoon, dem bis heute ungeschlagen besten Verkehrsmanagementspiel. 1994 veröffentlichte der Schotte Chris Sawyer das Aufbauspiel, bekannter wurde er später durch Rollercoaster Tycoon. Im Mittelpunkt stehen Züge, unter unseren Händen wird eine Modelleisenbahn lebendig. Im Prinzip verbinden wir schlicht Punkt A mit Punkt B, bauen zwei Bahnhöfe, verlegen Gleise, kaufen einen Zug, bestimmen seine Route, fertig. Dann landen die Stämme von der Baumschule im Sägewerk und wir verdienen Geld für neue Strecken. Simpel, oder? Ja, aber bald entstehen Netzwerke. Die Kohle aus Dunville landet beim Kraftwerk in Preburg, wo wir gleichzeitig Holz einsammeln für das nahe Sägewerk, das daraus Waren macht, die wiederum drüben in Liverhead landen, das durch einen Passagierzug mit der Nachbarstadt Chaddingney Falls verbunden ist. Und natürlich ist da die Landschaft, die Trassenbauer ständig vor motivierende Probleme stellt. Mit begrenzten Geldmitteln, mit Kurven, Brücken und Tunnels eine effiziente Strecke zum Ziel zu errichten, erfordert ein gutes Maß an Planung und Kreativität, wird aber nie frustrierend, weil Fehler leicht zu korrigieren sind. Weil die Zeit stetig weiterläuft, kommen regelmäßig neue Elemente dazu. Schnaufen in den 1950er noch Dampfloks schwerfällig über die Gleise, tuckern 20 Jahre später die ersten Dieselloks in die wachsende Stadt, dann übernehmen schnittige Elektroloks die Herrschaft, die in der Neuzeit von Einschienenbahnen abgelöst werden. Und sogar in die Zukunft führt Transport Tycoon, dort schnurren Magnetschwebebahnen in unsere inzwischen flächendeckend besiedelte Metropole. Das Spiel kennt nicht nur Züge, sondern simuliert, wenn auch weniger detailreich, auch Lastwagen auf Straßen, Schiffe als sehr langsame, aber zuverlässige Verkehrsmittel vor allem für Offshore-Ölplattformen und natürlich Flugverkehr mit enorm platzfressenden Flughäfen, die aber auf Fernverbindungen eine schöne Stange Geld abwerfen, vor allem mit den dicken Jumbo-Jets. Theoretisch sorgen Konkurrenzunternehmen für Wettstreit um die besten Strecken, aber die legendär schlechte KI baut furchtbare Trassen und pflügt dabei unter ruinösem Geldeinsatz ganze Landstriche um, wie hier an den braunen Feldern zu sehen. Was macht